Hallo ihr Lieben, in diesem Video erkläre ich euch ganz einfach, wie ihr ein bestehendes Hundehalsband mit Paracord umknüpfen könnt. Und zwar verwende ich hier wieder zwei verschiedene Farben und in dem Fall jetzt rosa und Fliederfarben. Und wichtig ist, dass wir die Seelen rausnehmen. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Die Paracord-Schnüre bestehen ja aus dieser bunten Hülle und innen drinnen finden wir sieben weiße Fäden. Und die ziehen wir vorab einfach raus. Bevor wir zu arbeiten beginnen. Ansonsten bleibt es gleich, die Farben werden verbunden, die zwei. Und wir arbeiten jetzt nur mit der Hülle, mit der bunten Hülle sozusagen. Gut, wichtig ist, dass ihr vorher genau wisst, welchen Umfang der Hund braucht, damit wir nicht zu weit hinauf arbeiten. Ich habe jetzt schon beide Farben miteinander verschweißt. Es geht im Prinzip genauso, wie wenn ihr mit diesen Seelen arbeitet. In diesem Fall lege ich sie aber fast ein bisschen überlappend zusammen und drücke gut zu. Jetzt zeige ich euch, wie wir den Anfang arbeiten. Und da nehme ich mir die Mittelstelle auf die Rückseite des Halsbandes. Da wir jetzt ohne diesen Seelen arbeiten, wird das Ganze etwas flacher. Ja? Und auch flexibler. Also ich habe hier die Mittelstelle. Das Ganze ragt jetzt in etwa 3-4 cm hinunter und habe bereits den ersten Knoten gearbeitet. Jetzt machen wir das so lange weiter, bis wir zu dem Ring kommen. Und immer gut festziehen und vor allem bei diesem Halsband immer darauf achten, dass es auch gut nach oben geschoben wird. Also wir arbeiten jetzt mal bis an die Stelle, bevor der Ring kommt. Ich bin jetzt bei der Mitte angekommen, vor dem D-Ring. Und jetzt lege ich mir den so gut es geht nach hinten. Und knüpfe einfach weiter, als wäre der Ring gar nicht da. Der Ring stört uns überhaupt nicht. Und der nächste Knoten sitzt dann eben nach dem Ring. Und so macht er das jetzt weiter, bis hinunter. Ich bin jetzt am Ende angekommen. Ich finde, das ist auch eine ganz, ganz schöne Farbkombination, rosa mit dem Flieder. Es ist sich auch ganz knapp ausgegangen. Da ist die Stelle, wo ich es dann brauche für die Dornschließe. Die zwei Enden werde ich, so wie bei den Armbändern, wie man das auch macht, hier hinten nochmal ein bisschen verstecken. Und vorsichtig anschweißen und dann zeige ich es euch nochmal, wenn es wirklich komplett fertiggestellt ist. Jetzt ist es auch schon fertig. Ich habe die Enden nochmal hier zurückgeführt und hier dann nochmal verschweißt. Gut zugedrückt, gut flach gedrückt und habe die Dornschließe bereits eingestellt. Also auch das finde ich total nett. Das werden wir dann auch bald wieder ausprobieren. Also wenn ihr daran genauso viel Spaß habt wie ich, macht das einfach mal nach. Das ist auch eine ganz einfache Variante. Und ihr braucht dazu wirklich dann nur extra das Paracord. Gut. Dann lasse ich mir wieder was Neues einfallen. Wir sehen uns.